Ungarns Regierungschef Orbán ist überraschend zu einem Besuch in China eingetroffen. Thema eines Treffens mit Staats- und Parteichef Xi war laut chinesischen Staatsmedien der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Auf der Internetplattform X schrieb Orbán von einer Friedensmission 3.0. China sei eine Schlüsselmacht, um Bedingungen für einen Frieden zu schaffen. Orbán war in der vergangenen Woche bereits in die Ukraine und nach Moskau gereist. Inzwischen ist er auf dem Weg nach Washington. Jörg Endres in Peking. Orbán wird von der höchsten Regierungsspitzen oder wurde von den höchsten Regierungsspitzen empfangen. Wie ungewöhnlich ist das? Es scheint ja doch ein überraschender Besuch gewesen zu sein. Ja, also ungewöhnlich ist es auf jeden Fall, dass er einfach so überraschend aufkreuzt. Tatsächlich war in den chinesischen Medien davon nichts zu lesen. Und normalerweise werden solche Staatsbesuche lange vorher angekündigt, sind lange vorher choreografiert. Wir haben beim Besuch von Bundeskanzler Scholz im Frühjahr gehört, dass da lange verhandelt wurde, wer wann wo auftreten darf und wann wo welche Hände geschüttelt werden. Also dass Orbán einfach so kommt und sogleich von Partei- und Staatschef Xi Jinping empfangen wird, ist durchaus ungewöhnlich. Aber China hat ein ganz besonderes Verhältnis zu Ungarn und da öffnet man Orbán wohl gerne die Tür. Wie steht es denn um die Beziehungen Ungarns und Chinas? Wie eng sind die beiden Länder überhaupt? Ja, die beiden Länder haben sehr enge Beziehungen. Ungarn ist für China sozusagen das Tor zu Europa. Ungarn ist das einzige Land, das an der sogenannten Seidenstraßeninitiative von China teilnimmt. Also das einzige EU-Land. Früher war da noch Italien dabei, aber die sind haben dann wieder zurückgezogen. Ungarn ist ein Land, das mittlerweile die meisten chinesischen Direktinvestitionen empfängt. China hat dort investiert in Batteriefabriken und der chinesische Autohersteller BYD will jetzt dort eine Fabrik für Elektroautos dort bauen. Also die Beziehungen sind eng und dadurch, dass Ungarn immer wieder ausschert aus dem Kurs der EU, wenn es zum Beispiel darum geht, das chinesische Vorgehen und Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang zu verurteilen. Da hat Ungarn oft dagegen gestimmt und das scheint sich für Ungarn auszuzahlen, denn China investiert dort kräftig. Orbán spricht ja von einer Friedensmission 3.0. Wie viel Einfluss kann Orbán tatsächlich ausüben auf eine Macht wie China? Ja, ich würde sagen, reichlich wenig. Umgekehrt ist das eher der Fall. China kann auf Ungarn eine Menge Einfluss ausüben, eben wegen dieser Wirtschaftskontakte. Dennoch wäre es natürlich gut, China zu bewegen, sich anders zu positionieren im Ukraine-Krieg. Denn China ist vielleicht das einzige Land, das wirklich Einfluss ausüben kann auf Moskau. China liefert zwar keine direkten Waffen nach Russland für den Krieg, allerdings werden immer wieder Güter geliefert, die auch zur Waffenproduktion eingesetzt werden können. Außerdem kauft China weiterhin russisches Öl und Gas und finanziert damit natürlich auch den Ukraine-Konflikt. Es ist ein interessanter Zeitpunkt. Morgen ist der NATO-Gipfel. Was bedeutet der Besuch jetzt zu diesem Zeitpunkt? Ja, es ist tatsächlich ein sehr interessanter Zeitpunkt, denn es ist ja nicht irgendein NATO-Gipfel. Es geht um das 75-jährige Bestehen des Bündnisses. Und da will man natürlich ein Zeichen der Geschlossenheit aussenden, natürlich auch gerade im Ukraine-Konflikt. Präsident Zelensky ist nach Washington eingeladen. Und dieses Bild der geschlossenen Front bekommt jetzt natürlich Brüche, indem Orbán nicht nur nach Moskau reist, sondern auch nach Peking und dort quasi nochmal nicht die NATO-Position bekräftigt, sondern eher die chinesische Position, indem er alle Seiten zu sofortigen Feuerpausen aufruft. Ist denn inzwischen etwas über den Inhalt der Gespräche bekannt geworden? Kann man da schon mehr sagen? Ja, also was bekannt geworden ist, dass Präsident Xi Jinping erneut gesagt hat, die Kampfhandlungen müssten sofort eingestellt werden. Das würde natürlich auch bedeuten, dass Russland einen Teil des ukrainischen Territoriums erstmal behalten würde oder zumindest besetzt halten würde. Die Position Kiews ist ja, Verhandlungen dürfen erst geführt werden, wenn sich Russland komplett zurückzieht.
Ungarns Ministerpräsident Orbán hat genau in das gleiche Horn gestoßen und genauso einen Waffenstillstand gefordert. Interessant dabei auch, dass der ungarische Außenminister zeitgleich verkündet hat, man habe sich mit China geeinigt auf den Export von mehr Schweinefleisch nach China. Interessant deshalb, weil gleichzeitig China zurzeit erwägt, Importe aus anderen im EU-Ländern von Schweinefleisch mit Abgaben zu belegen. Hintergrund ist da der Streit um Strafzölle bzw. um zusätzliche Zölle auf Elektroautos in der EU. Also auch hier ist Ungarn ausgeschert und es scheint sich für Budapest ausgezahlt zu haben. Also auf alle Fälle ein interessantes Treffen. Danke für diese Information aus Peking, Jörg Endres.